Guten Abend, so kann man sich irren, hatte ich doch am Freitag noch verkündet, dass diese Woche definitiv das Sommerloch kommt. Aber auch ein Sommerloch kann gefüllt werden. Letztendlich gestern schon mal durch den Jobs Report, da haben sich die Märkte noch gefreut. Und dann kam der US-Geheimdienst und erklärte uns, dass Nordkorea mit der Entwicklung von Atomwaffen und vor allem von Sprengköpfen, die auch auf Mittelstrecken und eventuell sogar in die Interkontinentalraketen passen, schon wesentlich weiter sind, als wir uns das wahrscheinlich gerne vorstellen wollten. Donald Trump hat dann auch mal ordentlich losgepoltert und hat gedroht, dass wenn Nordkorea weiter provoziert, die USA mit Feuer und Wut antworten werden. Das klingt für mich wie eine ganz klare Kriegsandrohung. Das hat dann die Märkte doch ein bisschen erschreckt und was heißt ein bisschen? Sogar ganz schön. Und es gab den kontrollierten Rückzug von den Allzeithochs in den USA und später auch in Asien. Und auch heute die europäischen Märkte mussten dann ein bisschen ja, mit dem Risiko raus. Man ging aus dem Risiko, also aus Aktien beispielsweise raus, in sichere Anlagen wie sicheren Häfen, Yen, Schweizer Franken, Gold und Staatsanleihen haben davon am Ende profitiert. Wie gesagt, vom Markt selber gab es relativ wenig. Schlechte Zahlen von Walt Disney gab es zu vermelden und Walt Disney hat die Zusammenarbeit mit Netflix beendet. Dazu dann am Ende der Sendung noch ein bisschen mehr. Hier sind erst einmal die Daten des heutigen Tages, denn ein paar gab es ja trotzdem auch noch. Und die waren meist gar nicht so schlecht. Interessant ist, dass die Rohöl-Lagerbestände in den USA deutlich gesunken sind. Gestern schon im API-Rohölbericht und auch heute die Regierungsangaben. Deutlicher Rückgang der Lagerbestände hat den Ölpreis allerdings nicht beflügelt, kann ich schon mal sagen. Genau wie die Kriegsgefahr interessanterweise den Ölpreis nicht beflügelt hat, wie wir dann später auch noch sehen werden. Es gibt also schon einige Dinge, die ziemlich komisch anmuten. Es gibt auch viele Experten, die noch nicht so richtig daran glauben, dass die USA in diesem dicht besiedelten, diese dicht besiedelten und auch für die Weltwirtschaft wichtigen Regionen tatsächlich einen Krieg führen wollen. Auf der anderen Seite scheint Nordkorea mittlerweile wesentlich hemmungsloser zu sein, als es der Iran jemals war. Und wahrscheinlich hat man sogar schon den richtigen Zeitpunkt dort mit mehr Nachdruck letztendlich die Koreaner von ihrem Weg abzubringen, versäumt. Ob das immer Krieg sein muss, ist eine ganz andere Frage, aber das Problem ist, auch der Verbündete China ist ja nicht so richtig amüsiert über das, was Nordkorea macht, aber es gibt irgendwie keine Lösung. Und das darf dann durchaus besorgt machen. Ansonsten, ja, Konsumentenstimmung in Australien nicht wirklich gut und die Wohnungsbaukredite auch nicht, hat den australischen Dollar heute ordentlich gedrückt, dagegen gut Daten aus Kanada, die dem kanadischen Dollar aber trotzdem nicht geholfen haben. Wir fangen mit dem S&P 500 an, weil wir da sehr schön sehen über diesen Future, der die ganze Nacht auch durchläuft, wie sich dann der Markt letztendlich verhalten hat. Also gestern, wie gesagt, Jobs Report, richtig gute freie Stellen, über 6 Millionen, das hat dann den S&P 500 auf ein Allzeithoch von über 2490 Punkten gebracht, ja, und dann ging es eben abwärts heute, und zwar mit Schmackes, schon gestern Abend ging das Ganze los, heute gab es dann gar nicht mehr so viele Verluste, also es ist wieder, die politische Börse ist ja oft nicht, hat ja oft nur kurze Beine, heute war das nicht so ganz klar aus meiner Sicht, weil die Rhetorik von Donald Trump schon sehr gefährlich gewesen ist, aber zurzeit, wie gesagt, scheint der Markt sich dann doch erst einmal wieder ein bisschen zu fangen und jetzt hier noch nicht den Weltuntergang ausrufen, das kann man dann immer noch machen, wenn dann Donald Trump tatsächlich die Nerven verliert, vielleicht. Wir müssen mal schauen, wie die ganze Nummer weitergeht. Auf alle Fälle sind wir jetzt hier im Stundenchart unter der Wolke im S&P 500. Das ist schon mal nicht so schön. Allerdings sind auch Tenkan und Kijun charttechnisch jetzt weit auseinandergelaufen, was dann eben doch dafür spricht, dass wir erst einmal kurzfristig überverkauft sind. Im Daily Chart sehen wir, dass das Ganze hier eigentlich noch keine große Relevanz markttechnisch hat. Wir sind immer noch nicht weit vom Allzeithoch entfernt. Und ja, die erste Unterstützung dürfte so bei 2454 liegen, knapp darunter dann auch der orangefarbene Kijun, solange da und dann auch die Wolke noch nicht mal angetestet worden sind,
kann man hier nicht von jetzt wirklich einem bärischen Muster sprechen. Es ist eben einfach mal, es sind Gewinne mitgenommen worden, was eben in, ja, wenn man das Risiko, das durchaus gewachsene Risiko eines Krieges in Asien betrachtet, naja, das ist dann das Mindeste, was man dann erwarten konnte. Auch der Dow Jones hat korrigiert, hat auch jetzt, ist auch im Stundenchart natürlich erstmal unter der Wolke, also das sieht schon kurzfristig erstmal eher bärisch aus. Wir haben noch eine Unterstützung bei 22.000. Da haben wir diese Ichimoku-Wolkenlinie, die dürfte uns darf den Tipp letztendlich geben, dass eben da doch auch nochmal Support liegt, die ja, der ja bis jetzt auch gehalten hat. Brechen wir da durch, dann könnte es natürlich nochmal richtig tiefer gehen. Aber ich gehe doch davon aus, dass der Markt jetzt erst einmal abwartet, wie sich das ganze Geschehen da weiterentwickelt. Mal schauen, was im Laufe des heutigen Abends aus den USA getönt wird. Donald Trump ist ja eigentlich Golf spielen, aber es ist wohl damit zu rechnen, dass der Präsident natürlich auch im Urlaub im Dienst ist, das ist sowieso klar. Und dass die USA ja auf Provokationen auf jeden Fall reagieren müssten. Und die nächste Provokation könnte es ja morgen früh zum Beispiel geben, wenn wenn der Herr Kim Jong-un dann letztendlich aufwacht und seinem Namen gerecht wird. Unsinn und eben Unsinn macht. Schauen wir ganz einfach mal, wie die ganze Nummer weitergeht. Der DAX hat heute auf alle Fälle auch deutlich verloren. Mit minus 0,7%. Er musste ja die Verluste der Nacht dann auch noch mit nachvollziehen, hat er dann auch gemacht. Ist nicht ganz bis 12.083 runtergefallen, bis zum Tief vom 31. Juli. Hat dann bei 12.099 die Kurve bekommen. Konnte sich dann ein bisschen erholen. Sieht natürlich nach wie vor ein bisschen angeschlagen aus. Wenn wir uns das Ganze hier aber im DAX genau anschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich seit ja, letztes Drittel im Juli seitwärts laufen und da hat sich heute eigentlich wenig dran geändert. Also übergeordnet ist es zurzeit eine Seitwärtsbewegung. Die Entscheidung, ob es weiter Richtung Süden geht, was dann noch übergeordneter ja zurzeit eigentlich der Trend ist. Ja, dazu müssten wir die 12.083 dann eben doch mal brechen. Würde uns das gelingen, dann könnten wir unter die 12.000 fallen. Also würde das den Bären gelingen auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, so weit ist es noch nicht. Wenn wir uns das genauer hier anschauen, dann könnte man auch sagen, dass vielleicht die 11.944 gar nicht so die wichtige Marke ist. Vielleicht noch wesentlich markanter ist die 11.855. Das könnte also dann durchaus das nächste Ziel sein. Darunter dann 11.480. Ja. Das gab es alles in diesem Jahr auch schon, nämlich im Februar. Schauen wir ganz einfach mal. Am wahrscheinlichsten ist also sicherlich 11.945 und dann 11.855. Das wären so die nächsten Ziele, die uns im DAX bevorstehen könnten. Das war der 4-Stunden-Chart. Im Stundenchart nochmal gesehen. Wir sehen natürlich, habe ich jetzt hier keine Linie markiert, aber wir sind schon irgendwie nach wie vor im Abwärtstrend. Aber Tenkan und Kijun zeigen jetzt seit einigen Tagen doch seitwärts. Daran hat sich heute erstmal nichts geändert. Von der Warte aus muss man mal abwarten, ob die Bären hier nochmal angreifen oder nicht. Ausgeschlossen ist das Ganze sicherlich auf jeden Fall nicht. Wir sind unter der Wolke, also zurzeit kann man im Daily Chart jetzt nicht wirklich viel Bullisches sagen. Das ist ganz klar. Wir müssen auf der Oberseite meiner Ansicht nach wenigstens mal über 12.356 kommen, damit das Ganze wieder bullischen Touch bekommt und dann könnte man die Wolke angreifen, die dann so bei 12.600 oder knapp drunter beginnt und ihre Oberseite dann die Oberkante bei 12.640 zu finden hat. Das wäre dann also, wenn wir über die 12.356 kämen, durchaus eine Idee. Aber zurzeit, wie gesagt, sieht es eher danach aus, dass die Unterseite gefährdet ist und die Bären eventuell weiter vorankämen. US-Dollar, japanischer Yen hat er natürlich auch dann ordentlich verloren, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten das paar Mal kurz über die Wolke geschoben haben. Im Stundenchart ging es ganz schnell wieder drunter. Und dann ist auch die 110 wieder gebrochen worden. Wir sind dann bis 169 gekommen. Das dürfte dann in Zukunft die Unterstützung sein. Wir sind ein bisschen wieder nach oben gekommen. Jetzt auch der Tenkan versucht wieder Richtung Norden zu zeigen. Allerdings ist die Erholung genau bis auf die 110,20 gelaufen, also genau bis an den Kijun.
Da ist das Ganze dann doch wieder gescheitert. Das könnte also durchaus bedeuten, dass ja, der erste wichtige Widerstand aus dem Ichimoku, nämlich der orangefarbene Kijun, als Widerstand gehalten hat und dass es doch noch auch tiefere Kurse geben könnte. Euro, japanischer Yen, ähnliches Bild. Da haben wir den Aufwärtstrendkanal gebrochen in der Nacht und sind dann heute im Laufe des Tages dann weiter seitwärts gelaufen. Naja, ein bisschen Verlust hat es noch gegeben, der kam aber aus der Nacht im Laufe des Tages dann eben auch seitwärts. Also, die neue politische Situation scheint einigermaßen eingepreist zu sein. Das könnte uns dieses Bild hier auch sagen. Wir sehen, dass die 128,53 in der jüngeren Vergangenheit eine wichtige Unterstützung gewesen ist, die immer gehalten hat. Darunter gibt es sicherlich nochmal eine bei 127,50. Ja, muss man jetzt mal schauen, ne? Weil der blaue Tenkan auf alle Fälle zeigt schon nach Süden, der orangefarbene Kijun seitwärts. Die Kreuzung steht kurz bevor. Das sieht jetzt nicht mehr unbedingt so bullig aus, wie es mal gewesen ist, ganz klar. Euro-Schweizer Franken, ja, nach der großen Rallye des Euro hat jetzt der Schweizer Franken also zurückgeschlagen. Er wurde heute eben als sicherer Hafen gesucht. Und damit war es das dann erst einmal mit dem Kampf um die 100, um die 1,15. Jetzt heißt es dann wieder mal ein bisschen sich nach unten zu orientieren. Wir waren heute schon unter der 1,13. Da gibt es so eine markante Wolkenstufe bei 1,12,80. Das dürfte so in etwa der Support sein. Da waren wir heute schon mal ein bisschen drunter, aber noch nicht nachhaltig. US-Dollar, Schweizer Franken, ähnliches Bild. Auch hier sind wir unter die Wolke gefallen im Laufe des Tages, schon in der Nacht, ziemlich zügige Verluste, minus 0,85%, das war doch heftig. Interessant auch, dass der US-Dollar von dieser Kriegsrhetorik nicht profitiert. Das ist öfter eigentlich so bisher immer gewesen, dass der US-Dollar, wenn Kriegsgefahr ist, gesucht wird. Das war heute überhaupt nicht so. Support, ja. Dürfte so bei 0,96 herum sein. Da gibt es noch so eine längere Wolkenlinie, die ich hier ein bisschen ignoriert habe. Bei 0,96,2, naja, 0,96,10 dürfte die sein. Das dürfte auch nochmal ein wichtiger Support sein. Und wenn man so will, hat eigentlich heute US-Dollar, Schweizer Franken genau da gedreht. Schauen wir noch schnell aufs Gold und da sehen wir, dass das Gold heute deutlich zugelegt hat. Gold ja nach dem Arbeitsmarktbericht gestern ordentlich unter Druck gekommen, ist dann unter die Unterstützung bei 1256 gefallen und konnte sich dann aber schnell wieder fangen. Klar, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten fürs Gold, also für die Goldbullen zumindest mal. Und so sind wir dann heute auf der Oberseite plötzlich gewesen bei 1274. Das hat heute einen Riesengewinn gegeben von 1%. Das ist schon beeindruckend. Allerdings ist jetzt der Stundenchart auch ein bisschen überkauft, weshalb eine Konsolidierung zumindest mal durchaus nicht ungewöhnlich wäre. Trotzdem kommen wir hier nachhaltig drüber über den Widerstand. Also sozusagen das Hoch aus dem August, das bisherige, dann könnten wir hier durchaus das Doppeltop dann doch noch angreifen bei 1296. So schnell können sich die Dinge manchmal ändern. Vor 2 Tagen haben wir noch gedacht, wir brechen demnächst durch die Wolke durch und fallen Richtung 1240. Ja, sieht heute doch deutlich anders aus. Euro, US-Dollar hat ja, gestern durch den Arbeitsmarkt verloren, hat heute sich dann doch eher seitwärts bewegt. Die 1,1720 kristallisiert sich hier noch als Unterstützung, als Support heraus. Mal schauen, wie lange die ganze Nummer noch geht. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir die Wolkenlinie eher nehmen. Das sind dann genau 1,17. Brechen wir dadurch, haben wir noch die wichtige Unterstützung bei 1,1610. Die war ja mal auch ein wichtiger Widerstand, bevor wir ausgebrochen sind Richtung 1,19. Und auf der Oberseite, ja, da zeigen uns Kijun und Wolke, dass es da bei 1,1770 nicht so richtig weitergeht. Das hat sich dann heute durchaus auch im Chartverlauf, im Kursverlauf erhärtet, dass da zurzeit ein bisschen der Deckel oben drauf ist. Also der Euro-US-Dollar zurzeit auf alle Fälle auch ziemlich angeschlagen, könnte durchaus auch weiter Richtung Süden gehen. WTI, Crude Oil, das amerikanische Öl. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Obwohl also, wie gesagt, die Lagerbestände aus den USA ja dafür sprechen letztendlich, dass die Lager immer leerer werden, also dass zurzeit die Nachfrage größer ist als das Angebot in den USA, konnte das der Kurs nicht abbilden. Wir sind trotzdem gefallen, wie wir hier sehen.
und schaffen es zurzeit einfach nicht an die 50-Dollar-Marke heranzukommen. Auf der Unterseite haben wir als Unterstützung eben diese 48,50 vor allem, die schon einige Male gehalten hat, aber hier droht schon wieder der nächste Test und die spannende Frage ist ganz einfach, wie lange dann diese Unterstützung noch hält oder ob wir dann nicht doch irgendwann vielleicht ein bisschen tiefer fallen. Ja, schwacher Ölpreis, das ist natürlich auch nicht gut für den kanadischen Dollar gewesen und trotz guter kanadischer Daten konnte dann heute der US-Dollar, kanadische Dollar wieder die Oberseite attackieren, den Widerstand bei 1,2706. Wir sind heute wieder ein bisschen drüber gekommen. Der Widerstand geht so bis 1,2715, haben wir heute so ziemlich gut aus gereizt. Wir sehen, dass der orangefarbene Kijun eben auch auf dieser Widerstandslinie liegt. Nachhaltig ist das noch nicht gebrochen. Würde es hier zum Bruch kommen, dann könnte es hier durchaus einen Test des Abwärtstrends, der Abwärtstrendlinie der Grünen geben, die zurzeit bei 1,30 liegt. Dann könnte es also durchaus eine stärkere Erholung nochmal geben, eben, ja, so auch an dem Bereich, also die Abwärtstrendlinie, die korrespondiert ja auch sehr schön mit der unteren Wolkenkante, wenn man ganz rechts da schaut, wo dann das Bild nach außen heraus verschwindet. Euro-kanadischer Dollar, nachdem es ja zuletzt hier doch einiges an Gewinnen gegeben hat, zurzeit so ein bisschen Konsolidierungsphase. Der kanadische Dollar hat mit dem US-Dollar zusammen eben wegen der guten Arbeitsmarktdaten ja ein bisschen zugelegt. Damit erst einmal die Rallye von Euro-kanadischen Dollar ein bisschen beendet. Heute gab es den Angriff auf die Wolke. Das ist allerdings bis jetzt noch nicht so richtig geglückt. Ja, und so müssen wir mal schauen, ob das Paar sich auf diesem hohen Niveau, das es zurzeit hat, hält oder ob es dann doch eben einen Bruch der 1,4835 gibt und dann eben doch wieder einen Rückfall geben könnte. Auf der Oberseite sind wir jetzt erst einmal natürlich bei 1,50 gedeckelt, das ist klar. Euro, australischer Dollar auch zurzeit eher seitwärts. Der australische Dollar heute ziemlich schwach gewesen. Hat auch der Euro ein bisschen wenigstens profitiert von. Auf der Oberseite müssten wir aber natürlich erst einmal das Monatshoch bei 1,4965 aus dem Wege räumen. Im Daily Chart sehen wir aber, dass das Ganze gar nicht so unfreundlich aussieht. Wir haben auf der Unterseite, dass jetzt bald die jetzt bald zur Wolkenunterkante werdende Unterstützung bei 1,4825, die ganz gut hält. Und wenn wir jetzt mal über die 1,4965 rausschnipsen könnten, dann könnte es durchaus die Chance geben, dass wir zumindest mal die 1,5075 anlaufen. Vielleicht ja auch das Hoch aus Anfang Juni bei 1,5220. Zurzeit sehen wir allerdings auch noch, dass wir hier im kurzfristigen Abwärtstrend drin hängen. Übergeordnet haben wir natürlich, hätte ich auch einzeichnen können, von Ende Februar an einen Aufwärtstrend, der durchaus auch noch erkennbar ist. Australische Dollar, US-Dollar, zurzeit auch kurzfristig im Abwärtstrend, hat sich auch nichts geändert. Sieht bärischer aus, ganz klar, als das beim Euro, australischen Dollar bullig aussieht. Wir haben auch heute wieder 0,5% verloren und drohen eben hier jetzt die 0,78, 75 bis 80 zu verlieren. Nächstes Ziel könnte die orangefarbene Kijun-Linie sein. Das ist dann wohl doch der bessere Support, nämlich bei 0,7850. Das sollte dann halten, ansonsten könnte das hier noch ziemlich rabiat werden. Ich sehe dann vielleicht sogar gleich die Möglichkeit, erst einmal natürlich noch 0,7775 und dann 0,7710. Das könnten so die nächsten Ziele sein und dann ist man eben auch ganz schnell an der Wolke zurück. Der Blautenkan zeigt jetzt doch ziemlich dynamisch Richtung Süden. Das könnte ein Zeichen sein, dass hier eine echte Umkehr stattfinden könnte. Die Bitcoins haben heute ordentliche Verluste eingefahren, nachdem es ja gestern ein neues Allzeithoch gegeben hat. Ja, beutelten die Bitcoins heute so vor sich hin. Gewinnmitnahmen minus 4,2%, das klingt immer ziemlich wahnsinnig, ist aber bei Bitcoins eigentlich jetzt nicht so viel. Muss man mal abwarten. Eine schöne Unterstützung dürfte die Ichimoku-Wolkenstufe da bei 3085 bieten. Das könnte also so das nächste Ziel dann durchaus sein.
Ja, darüber dann der Ausbruch bei 2935 bis 3000 so. Das dürfte dann die nächste Unterstützungszone sein. Also wir sehen aber im Daily Chart auch, dass jetzt diese Korrektur heute in den Bitcoins charttechnisch jetzt nicht so ein großes Drama gewesen sind. Man kann die Linien vielleicht auch noch ein bisschen anders sortieren. Ja, 3145, das könnte dann auch eine wichtige Marke sein. Der Swiss Market Index war heute der Verlierer unter den Aktienindizes, minus 1,5%. Da spielte natürlich heute eine Rolle, dass eben der Schweizer Franken so stark geworden ist. Das hat den Swiss Market Index dann deutlich fallen lassen, auch eben unter die Unterstützung der Wolke. Und ja, zurzeit sieht das nicht gerade besonders freundlich aus. Eine Hoffnung für die Bullen auf eine Stabilisierung des Kurses gibt es aber, denn der orangefarbene Kijun ist doch viel kürzer als der blaue Tenkan, und das könnte dafür sprechen, dass es dann doch irgendwann eine technische Reaktion gibt und eine Korrektur, eine Gegenbewegung, eine Erholung in diesem Falle dann geben könnte. Nächster größerer Support könnte die Wolkenlinie um 8.980 Punkten bieten. Australischer Dollar, Schweizer Franken, das war das Paar mit der größten Volatilität heute, das Währungspaar mit der größten Volatilität, 1,4% ging es nach unten. Ja, der Aussie, wie gesagt, der hatte heute mörderisch zu leiden. Hat sicherlich insgesamt auch damit zu tun, dass eben, ja, wenn im ostasiatischen Raum, also eben da, wo auch China ja liegt, letztendlich der einzige Verbündete Nordkoreas, dass, wenn es da richtig kracht, ist das für Exporte aus Australien sicherlich alles andere als gut. Das macht dann eben doch ziemliche Sorgen und hat eben den australischen Dollar heute ordentlich abstürzen lassen. Und auf der anderen Seite hat, wie gesagt, der Schweizer Franken eben als sicherer Hafen deutlich an Wert gewonnen. Auch Gold hat ordentlich, nee, Silber ist das, Gold hat man ja schon, aber Silber hat heute ordentlich gewonnen, 2,7%. Ist also in einem Zug seit gestern von seiner Unterstützung bei 16,10 hochgekommen, wieder Richtung 16,90. Und jetzt ist die spannende Frage, wie es eigentlich weitergehen soll. Denn jetzt könnten wir wieder auf der Oberseite der Wolke austreten. Der Ichimoku sagt nach wie vor nicht so richtig eine klare Meinung dazu. Der blaue Tenkan ist über dem Kijun. Aber sie sind beide ziemlich weit auseinander und zeigen eben seitwärts. Also ob das jetzt hier ein richtig starker bullischer Ausritt werden kann, das muss man abwarten. Dann haben wir bei 17,36 dann auch noch diese lange Wolkenkante, die sicherlich für viel Widerstand sorgen kann. Und übergeordnet haben wir auch noch den Abwärtstrend. Naja, also dass die Bullen sehr weit kommen, das muss man mal abwarten. Schnell einen Blick auf das, was heute die Unternehmen geliefert haben, ist auch nochmal zum Nachlesen bei larshoffmann.net zu finden unter Börse am Mittwoch, denn wir haben ja heute Mittwoch. Ja, die wichtigste Nachricht kam schon gestern Abend von Walt Disney. Die haben einen schwachen Umsatz gemeldet. Der Gewinn war immerhin über den Erwartungen, aber so richtig erfreuen konnte das Ganze niemanden. Walt Disney sieht auch, dass also sich strategisch ein bisschen neu ausrichten muss und hat deswegen die exklusive Zusammenarbeit mit Netflix gekündigt. Man plant in Zukunft eigene Streaming-Angebote. Kam heute an den Märkten erstmal nicht so gut an. Die Münchner Rück hat trotz geringerem Schadensaufkommen nicht wirklich gut verdient. E.ON hingegen hat von der Erstattung der Brennelementesteuer profitiert. Meiner Ansicht nach müsste man diese Brennelementesteuer, die man ja an den Kunden weitergegeben hat, dem Kunden zurückzahlen. Aber warum nicht? Die Aktionäre wollen ja auch was verdienen. Novo Nordisk machen Währungsschwankungen und niedrige Preise zu schaffen. Die Manager haben aber trotzdem auf Optimismus gemacht, das dann auch auf die Börse übergeschwappt ist. Novo Nordisk heute eine der wenigen Aktien, die richtig zugelegt haben. Ein bisschen gab es auch für Voestalpine, den Stahlkonzern aus Österreich. Heute im Plus, haben das beste Quartalsergebnis seit der Finanzkrise erlebt. Vorhin war der Gewinn 0,3% der Aktie, also nicht viel, aber im Umfeld heute sicherlich trotzdem guter Wert. Die geopolitische Lage hat übrigens heute die Deutsche Bank und die Commerzbank zu den Verlierern im DAX gemacht. Hier die Aktie heute von Disney World
von Walt Disney natürlich, heute minus 4,4%, minus 4,3% sind am Ende übrig geblieben. Wir waren schon fast bei 100. Ja, das war also wie gesagt insgesamt heute kein schöner Tag für die Walt Disney Aktie und auch für Netflix war es nicht so richtig schön, minus 2,6%. Netflix aber insgesamt immer noch trotzdem charttechnisch gar nicht so schlecht dabei. Also hier geht der Markt wahrscheinlich dann doch eher davon aus, dass Netflix diesen Verlust dann doch irgendwann kompensieren kann. Schauen wir auf das, was morgen passiert. Heute Abend noch um 23 Uhr gibt es in Neuseeland eine Zinsentscheidung. Der Chef der Reserve Bank of New Zealand, Graham Wheeler, spricht dann auch dazu. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Erwartet ist, dass die Zinspolitik unverändert bleibt. In Japan gibt es den Industrieaktivitätsindex für den Tertiärsektor morgen früh. Und ansonsten gibt es morgen vor allem aus Großbritannien die Produktion des verarbeitenden Gewerbes, also die Industrieproduktion, das ist der wichtigste Termin morgen. Was die Daten betrifft, das ifo-Institut macht das Weltwirtschaftsklima, muss das heißen, für das dritte Quartal seine Aussagen. Dann gibt es den OPEC-Monatsbericht, das ist natürlich auch wichtig. Dieser BIP-Prognose wird durchaus auch gerne mal berücksichtigt. Und der Erzeugerpreisindex aus den USA ist auch noch dabei. William Dudley von der New York Fed erzählt uns 16 Uhr ein bisschen was. Und am Abend beschließt die Notenbank aus Mexiko, die Nationalbank, das Ganze um 20 Uhr mit einer Zinsentscheidung. Es wird keine Zinsänderung erwartet. Außerdem gibt es morgen jede Menge Unternehmensdaten. Heute Abend noch 21st Century Fox. Und dann morgen, ja, alles, was so Rang und Namen hat. Also in Europa läuft das Ganze noch richtig heftig ab. Also hier ist noch Hochsaison, was die Quartalszahlen betrifft. Aus den USA dann morgen Abend nur noch News Corp. So, dann hoffe ich mal, dass ich gut informiert habe. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und bis morgen.